So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ratchet und Clank 2. Wir sind mittlerweile auf dem Weg Richtung, keine Ahnung, Wüstenplanet, Hoverboard-Rennen. Weiß jetzt nicht, wie der hieß. Oder Hoverbike-Rennen vielmehr. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Wir werden auch, sobald wir den Planeten abgeschlossen haben, denke ich mal, versuchen bis dato alle Platin-Bowls einzusammeln, damit wir auch ein paar Waffen mal aufrüsten können. Genau, nach Barlauf müssen wir. Auf geht's. Da wären wir schon. Und wir haben eine neue Waffe. Verfolgerpistole. Holen wir uns direkt, weil die ist echt gut eigentlich. Also für dich zumindest. Hier was Cooles? Nö. Oh Gott. Drücke zweimal kurz die Dreiecktaste, um zwischen kürzlich benutzten Gegenständen hin und her zu schalten. Cool. Was geht ab? Okay, alles klar. Habe ich verstanden. Okay. Alter, das Ding ist fast aufgelevelt, komplett. Also die Waffe geht echt schnell. Tja, wo könnte er nur sein? Hätte man eigentlich hier echt gut was verstecken können, theoretisch.
Aber wir müssen mal auch so langsam unsere Schnellauswahl ein bisschen anpassen. Hier machen wir mal die Verfolgerklamotten drauf. Den Dynamo. Ja, das Ding brauchen wir jetzt, glaube ich, eh erstmal nicht hier, diesen Traktorstahl. Dann können wir jetzt eigentlich hier erstmal... Ach, hier. Den Schwunghaken draufpacken. Na gut, jetzt kommt eine Arena. Toll. Ist aber schön, wie das Spiel gewartet hat, bis sie wirklich vor einem stehen. Oh, hier levelt man aber schnell. Eigentlich. So, da wären wir schon. Verzeihung. Das war wohl wieder eine Vakuumröhre. Soll ich mal? Na, sowas gibt es denn heutzutage gar keinen Anstand mehr. Oh, keine Sorge. Ich bin wohl etwas altmodisch in solchen Angelegenheiten. Wusstet ihr, dass ich seit der ersten Stunde bei Gadgetron bin? Also, Sie verkaufen diese Geräte. Liebes, Sie verkaufen sich ganz von selbst. Damit haben wir... Wenn du Ratchet & Clank bereits gespielt hast, ist jede Waffe deine Ratchet & Clank Speicherdaten, ist jede Waffe deine bei diesen Automaten kostenlos. Yeah! Und es ist nichts kostenlos, toll. Naja, wäre ja auch langweilig, ne? Reader 2 können wir uns hier sogar, ja, Reader 2 können wir uns hier sogar holen, theoretisch, für 1 Million. Aber wir werden erstmal uns ein paar coole andere Waffen holen, und zwar den Bombenhandschuh. Ich weiß gar nicht, kann man die auch leveln hier, die Waffen? Nee, ne? Stromklaue. Muss mal gucken, habe ich die Speicherdaten eigentlich nicht mehr? Speicherdaten, Dienstprogramme hier. Spiel verlassen muss ich dafür? Ah ja, perfekt. Hä? Ist das jetzt dein Ernst? Ich muss das Spiel verlassen, um auf meine gespeicherten Spielstände hinzukommen. Ah ja. Wenn das mal nicht lächerlich ist. Kann ich die Waffen auch leveln? Ich weiß es nicht. Nee, kann ich nicht. Die sind nämlich ausgegraut. Ist aber nicht schlimm. Dafür haben wir da ein bisschen weniger. Pissig. Wer hat dich hier reingelassen? Hau ab, sonst mache ich eine Radkappe aus deinem Roboter. Pass ihn an und du bist Hackfleisch! Oh Mann, kein Grund zum Schreien. Warum muss er gleich schreien? Hey Mann. Ich kann ihn nicht hören, la 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 la. Nur den Kleinen hier. Sir, ist schon gut. Wir zwei sind auch Wüstenfahrer. Echt? Dann wisst ihr, dass ich... sensibel bin. Aber sicher, Sir. Wir möchten nur zum Rennen. Na, ich leihe euch meine Bluebell. Aber seid vorsichtig. Sie braucht ein paar Reparaturen. Kein Problem, mein Bruder. Die Bluebell ist in guten Händen. Oh ja. Und wer hätte es gedacht, wir müssen mal wieder ein Elektrolysator-Level machen. Oh Mann. Nee.
Ach komm, ey, nö. Der war fies. Der war wirklich fies. Ah, jetzt aber. Ach jo, Hoverbike-Steuerung beschleunigen, aufgenommen Waffen abfeuern, aufgenommen Turbo aktivieren, okay. Was soll schon passieren, ne? Mann, mach doch Platz! Nö. Komm, ey, wie soll man den denn kriegen sonst? Erster Platz, perfekt. Echt cooles Rennen, Alter. Hier, nimm den Helm, dann sehen die Jungs, dass du einer von uns bist. Danke, Sir. Oh oh, da kommt eine Nachricht vom Boss. An alle geschätzten Halsabschneider. Als erstes, wer es noch einmal wagt, meine Schokolade im Pausenraum aufzuessen, der sollte sich besser warm anziehen. Kapiert? Hey, mach die Lichter aus! Ein schlechtes Feng Shui. Außerdem wurde unser Raumtreffpunkt verlegt, und zwar ins... Und jetzt hört gut zu, ihr Nullen. Felsson-System. Sektor 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ihr nicht zählen könnt, lasst euch von einem Kollegen helfen. Und der Firmenausflug findet am Sonntag statt. Denkt dran, eure eigene Limo mitzubringen. Hey! Das habe ich gesehen, Kletus. Das gibt eine Verwarnung für dich. Keine Angst. Der Boss schreit nur, weil er uns lieb hat. Ja, Sir. Ich spüre seine Zuneigung. Hast du diese Übertragung gesehen? Nicht wirklich. Wir sollten diesen Treffpunkt überprüfen. Ja, vielleicht fangen wir ein paar Übertragungen ab. Euer Ort zum Spiel und Spaß haben. Oh ja. Jetzt werden wir uns noch mal kurz die andere Seite anschauen. Ansicht der Karte. Drücke die Select-Taste oder die R3-Taste. Ist das jetzt Ihr Ernst? Das ist denn der Verkäufer?
Oh ja, toll. lustig. Achso, da. Ich wollte schon sagen, wohin. Ey. Och Junge, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Boah, das ist wieder der Witz-Service hier. Guck mal, da hinten fällt einfach vom Haus diese Säulen fürs Dach, lol. Cutscene. Sie funktioniert! Meine Erfindung funktioniert! Das ist der Terminator. Er feuert geladene Temperaturkugeln, die einen Eisberg schmelzen oder einen See einfrieren können. Dafür zahlt mir Gadgetron Millionen. Hey, ich weiß nicht, wie lange du eingefroren warst, aber in dieser Galaxie gibt es Gadgetron schon lange nicht mehr. Hier sind jetzt Megacorp-Produkte angesagt. Sag mal, hättest du vielleicht Interesse? 1000 Bolts, kriegen wir hin. Hey, ob mich die Megacorp einstellt? Benutze den Terminator, um Eis zu schmelzen. Eis.
So. Mission erfüllt. So, Leute. Ich bin gerade mal überlegen. Ich glaube, wir werden noch ein paar Hoverboard-Rennen machen. Und dann machen wir uns langsam aber sicher an die Platin Bowls. Opt Canyon offen, Waffen und Turbos verfügbar. Das haben wir schon. Ja, machen wir mal. Oh shit. Mann, verpiss dich doch, Mensch. Das Richtige ausgewählt, ey. Ich dachte, ihr sollt's Waffen geben. Oh crap. War da eine Abkürzung? Rechts? Müssen wir mal schauen. Ich wette, hier gibt es auch bestimmt wieder so einen Zielpunkt mit einer gewissen Zeit, die wir einhalten müssen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich glaube, da rechts ist halt wirklich eine Abkürzung, ne? Scheiße. Viel zu hoch geflogen. Adam. Das war halt wirklich... Ja, das war ja... Shit. Das war das Hauptrennen, deswegen. Mittlere Bahn. Amateurbahn. Mit, Och, Junge. Fuck. Ey. Dass ich da nie drankomme, Junge. Ach, man kann sogar einen Turbostart machen, wusste ich gar nicht. Gut zu wissen. Schauen wir uns mal hier um. Nee, da ist gar keine Abkürzung. Was ist denn das?
Oh Junge, ich übersehe hier alle. Können wir nochmal neu machen. Doch. Crap. Das war knapp, ey. Naja. Man könnte es echt was werden. Oder auch nicht. Nein. Zwei. Hauptcanyon und Höhlen. Geht doch. Okay. Wie kann der denn schneller sein als ich? Ich hab durchgehend Turbo, Alter. Machen wir nochmal von vorne, ey. Das regt mich auf. Wieso ist der schneller? Wie kann das sein? Ja, drück mich halt weg, Junge. Ich bin Siebter, obwohl ich durchgehend Turbo hab, Alter. Alles klar. Also das stimmt doch jemand nicht. Och, Junge, ey.
Nein! Kommt hier jetzt auch mal wieder. Danke. Sogar cool. Haupt Canyon und Höhlen offen. Waffen und Turbos verfügbar. Rennfahrer greifen Ratchet an. Wahrscheinlich. Bin ich mal gespannt. Was war denn das jetzt? Junge, ich verstehe einfach nicht, wie man so im Weg sein kann. Nope. Sind aber trotzdem Erste. Ja gut, aber manche Scheiß drauf. Boah, Junge, es riecht einen so auf, wie die einen so wegdrücken, ne? Erfasst, kannst du versuchen, die Zielerfassung aufzuheben, indem du dein Bike ruckartig nach links und rechts bewegst. Ja, das wird auch bestimmt was bringen. Safe 100%. Ich mach's und es geht trotzdem nicht perfekt. Ich komm da noch nicht mal dran. Einfach Zehnter. Junge, wenn die eigentlich ständig wegdrücken würden, ne? Guckt euch das an! Ich verstehe nicht, wie ich mich in der Rechtskurve nach links und rechts bewegen soll.
Das werden wir doch niemals mehr schaffen. Och Junge, weil du ständig auch irgendwelche hast, die dich wegdrücken. Guckt euch das an. Aber meint, machen wir erstmal. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Ding? So, meine Freunde, ich würde sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut an der Stelle. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Ratchet & Clank. Da rein.